Bei Festungen und Burgen denken viele immer auch gleich an die Ritter. Aber die Ritter, wie man sie sich wirklich vorstellt, so mit einer Rüstung wie dieser hier, wie man sie im Hintergrund sieht, die gibt es eigentlich nur ganz kurz. Durch die Rüstungsentwicklung durch, mit Material und auch den Formen, da tut sich ganz, ganz viel. Da gibt es am frühen Mittelalter zum Beispiel den Kettenpanzer, den man hier auf der Seite sieht. Es gibt Zwischenformen, zum Beispiel mit Lamellen, es gibt auch Schuppenpanzer. Man kann Rüstungen auch aus unterschiedlichen Materialien machen, wie zum Beispiel aus Textil oder auch aus Leder, aus Horn oder Knochen. Viele dieser Rüstungen haben sich nicht erhalten, weil es aus organischen Materialien gewesen ist. Diese Rüstungen aus Metall, die halten sich natürlich, deswegen haben wir von denen auch noch sehr viele. Bei den Formen hat sich auch viel getan. Zum Beispiel konnten die Helmformen ganz unterschiedlich werden. Und mit den Fortschreiten der Feuerwaffen wurden die Rüstungen dann eigentlich redundant und immer kleiner, bis nur noch der Brustpanzer übrig geblieben ist. Heute sind Rüstungen auch nicht wirklich passé, denn auch die Soldaten und die Polizisten tragen immer noch ihren Körperschutz.